Yo, hey Leute, ich bin's wieder, euer Dave von der Kartogrille und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenprojekt und zwar Monster Hunter Mythen und Mysterien. Ja, in Monster Hunter gibt es zwar nicht viel, was außergewöhnlich oder besonders oder sehr mysteriös ist, dennoch gibt es einige Gerüchte, einige Mythen und Mysterien, denen ich in dieser kleinen Serie auf den Grund gehen will, die immer zwischendrin mal kommen wird, wenn ich was Neues weiß. Und ich dachte mir einfach, weil ich heute keinen Bock hatte auf eine normale Synchro, fangen wir was völlig Neues an, eben diese Serie. Und zwar möchte ich beginnen mit der Großschwerthöhle. Ja, vielleicht wissen einige jetzt schon, was ich meine. Und zwar spreche ich von dieser Höhle auf der Pokéfarm in Monster Theme Night, wo eben eine Eisschicht euch zunächst den Weg versperrt. Doch nachdem ihr eine gewisse Quest macht, bricht die Höhle in sich zusammen, beziehungsweise die Eiswand, und dahinter seht ihr ein riesiges Großschwert, welches im Sonnenlicht strahlt und in Eis eingemauert quasi fast schon ist. Und dort könnt ihr eben Materialien abbauen, doch man weiß eben nicht genau, wie kommt das dahin und was macht es da und was haben die Illuminaten damit zu tun. Das alles oder zumindest einiges davon versuche ich jetzt zu entschlüsseln und hoffe, es gefällt euch. Das Ganze wird sogar im Spiel in einer kleinen Storyline-Abschnitt erwähnt. Und zwar heißt es da, dass einst ein Jäger einen T-Krex erlegt haben soll und bei ihm ein Item namens T-Krex-Schrei fand, woraufhin die Eismauer brach. Doch das Ganze ist sehr mysteriös und ich würde sagen, fangen wir doch einfach von vorne an. Ja, und jetzt befinden wir uns auch schon in Monster Theme Night, eben hier auf der Farm. Oh ja, die Musik ist natürlich herrlich, alte Zeiten. Ja, und das ist eben ein alter Save von mir, zum Antesten damals noch für den Walkthrough von Monster Theme Night. Und jetzt gehen wir eben in die Höhle, die besagte, und gucken mal. Und wie wir sehen, ist da noch eine dicke Eisschicht, die uns den Weg versperrt. Reden wir mal mit der Feline hier. Das ist ein Lagerhaus, das komplett aus Eis besteht. Perfekt für alle verderblichen Objekte. Und hinten im Lagerhaus befindet sich etwas Riesiges. Aber nur die Dorfchefin und Treschi wissen, was es ist. Miau. Die beiden suchen wohl einen Weg, um an das heranzukommen, was sich da hinten befindet. Mounts. Ich kann nicht zwischen der Wahrheit und den Gerüchten unterscheiden, aber im Moment kannst du nichts machen, um nach hinten zu gelangen. Ja, und jetzt muss man natürlich hier abwarten, was passiert, und im Verlauf der Story gibt es dann eine Möglichkeit, hier durchzukommen. Aber dazu gleich mehr. Zahlreiche Spielstunden später befinden wir uns hier im Dorf, das ist hier der Walkthrough-Save, bekannterweise. Und nachdem ihr folgende Quest bei der Dorfchefin erledigt habt, und zwar ist das hier die 5-Sterne-Quest Absolute Macht, den T-Krex erjagen, im Gebirge, öffnet sich dann die Höhle in folgender Sequenz. Seid ihr nun wieder in der Höhle, seht ihr gleich, dass das Eis verschwunden ist und euch den Blick auf dieses riesige Großschwert freigibt. Das ist auch sehr schön gemacht hier, wie die Kamera von unten nach oben aus der Froschperspektive hochzoomt und man hier dieses riesige Großschwert in dem strahlenden Licht sieht. Nun spricht man die Katze an, die einem in einer Zwischensequenz eigentlich noch erklärt, was da genau passiert. Allerdings habe ich die Zwischensequenz jetzt leider nicht mehr gefunden auf Deutsch. Deswegen sprechen wir es jetzt einfach so an. Und die sagt dann, mit 2 Stücken Drachenältesten Knochen kannst du eine Spitzhacke machen. Damit erhältst du die Materialien von diesem Schwert. Miau. Willst du etwas abbauen? Und wir drücken natürlich ja und geben dem guten Kätzchen 2 Drachenältesten Knochen. Und es überreicht uns diese riesige Spitzhacke, mit der wir eben hier Stücke aus dem Eis
schlagen können. Hier erhält man eben diese mysteriösen Items. Dunkler Splitter und dunkler Stein. Toll, dass es gleich beide gab. Sonst hätte ich es euch noch in der Box gezeigt. Ihr findet sie auf Seite 5. Sind relativ schwer zu bekommen. Gerade der dunkle Splitter ist, glaube ich, seltener als der dunkle Stein. Geheimnisvolles Stück eines dunklen Steins. Die Bearbeitung macht Angst. Und eben den dunklen Stein. Rabenschwarzer Stein mit ominöser Aura. Wer ihn hält, verzweifelt. Ja, das sind sehr, sehr mysteriöse Items, die man hier erhält. Und sind auch notwendig, um ganz bestimmte Waffen zu machen, welche ich euch gleich beim Waffenschmied zeigen werde. Beim Waffenschmied angekommen, findet ihr hier auf Seite 3 bei den Großschwertern und Langschwertern die schwarze Klinge. Und diese sieht exakt so aus wie dieses riesige Schwert, was da im Stein gesteckt hat. Das Ganze hat einen ordentlichen Raw Damage von 720 und zusätzlich noch Drachenelement von 41. Diese Rüstung hat jetzt Schärfe Plus, weswegen hier die Schärfe ein bisschen besser dargestellt ist, als sie eigentlich ist. Das heißt, die Schärfe ist eigentlich nicht so gut. Hier steht Großschwert mit finsterer Macht, das seinen Benutzer verzweifeln lässt. Ihr merkt schon 30% Affinität dank unserer Rüstung halt, normalerweise eben auch nicht. Und wir haben hier nämlich Hemmungslosigkeit plus 3 und Schärfe plus 1. Dann das Ganze gibt es allerdings nicht nur als Großschwert, welches eben dem im Stein sehr ähnelt, sondern eben auch als Langschwert. Heißt hier schwarze Sense. Sieht so aus, ich blende euch die Grafiken dann nochmal ein. Ist extrem cool das Ganze. Gedrängt mit der Macht der Dunkelheit, der Untergrund heult, wenn man es schwingt. Ja, und eben von den anderen Waffenklassen gibt es natürlich auch noch die Schwerter, die zeige ich euch jetzt. Bei den Kurzschwertern das schwarze Schwert. Ein Schwert finsterer Macht. Die Leere, die es verbreitet, verschlingt alles. Bei den Doppelschwertern die schwarzen Zwillingsdolche. Dunkler als die tiefste See. Einfach zu führen. Füllt sich die Beute mit Schrecken. Den schwarzen Hammer, gigantischer Hammer finsterer Macht, der seinen Benutzer verzweifeln lässt. Die schwarze Laute, ein überaus finsteres Jagdhorn, wer es hört, fühlt sich schwach. Die schwarze Lanze, Lanze mit finsterer Macht, die ihren Benutzer verzweifeln lässt. Die graue Gewehrlanze, in Dunkelheit gedrängte Gewehrlanze, schwarzer Rauch hypnotisiert. Der schwarze Schirm, welcher etwas witzig aussieht, meiner Meinung nach, und nicht ganz in die Reihe passt. Ihm soll eine finstere Macht innewohnen, hat den Todesdurst eines Attentäters. Und schließlich die schwarze Kanone. Gigantische Armbrust finsterer Macht, aus deren Lauf der Tod spricht. Ja, alles sehr mystische Texte und allesamt brauchen diese Waffen dunkle Steine und dunkle Splitter, der Rest ist unterschiedlich, teilweise Pocketscheine und wie auch immer. Und was das Ganze wirklich interessant macht, ist eben, dass aus diesen Waffen die Fatalis-Waffen werden, also vom schwarzen Fatalis, alles in allem sehr mysteriös und extrem cool, da es mit die ersten Drachenwaffen sind, die man überhaupt im Spiel erhält und eben von diesen dunklen Steinen und dunklen Splittern aus der Höhle, die man stets braucht zur Anfertigung. Ein Gerücht besagt, dass dieses Schwert dem Vorfahren der Pocke-Ältesten gehört hat. Ja, und damit haben wir eigentlich dieses Mysterium ausgearbeitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr ist leider dazu nicht zu finden. Und eine richtig coole Idee, die sich Capcom da hat einfallen lassen. Ich und Albert haben damals, als wir noch jung waren, irgendwie überlegt, ob man sich dieses Schwert irgendwie angeln kann oder halt, dass man es damit spielen kann. Und im Prinzip kann man das ja im Sinne des Großschwerts, das eben genau gleich aussieht wie dieses riesige Schwert, welches ihr hier eben auf der Pocke Farm finden könnt. Ich hoffe, die erste Folge
von Mythen und Mysterien in Monster Hunter. Hat euch gefallen? Ich schaue, ob ich irgendwann demnächst mal eine neue Folge noch raushauen kann. Seid gespannt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt. Haut rein, wir hören oder sehen uns. Oder beides. Tschüss.